Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Modern Warfare 2. Da sind wir wieder mit der einen Bewaffnung, die wir auch zuletzt hatten. Wir haben neue Aufträge hier, neue tägliche Herausforderungen. Drama Kopfschuss mit DMRs. Nachschub extra und gewinne ein Spiel. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Das Gewinnen, da müssen wir ein bisschen Glück haben, dass die Runde ganz gut läuft. Aber das, denke ich, kriegen wir bestimmt hin. Was haben wir denn hier? Die Backup, die X13, ja, die wollten wir auch auf jeden Fall noch bedeutend weiterbringen. Na, wir sind hier erst am Anfang, wie wir sehen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Ja, wir könnten die selber nochmal schauen. Hier, 10 Abschüsse aus der Hüfte. Ja, mit der Automatik gar kein Problem, denke ich. Was war da noch? Ja, sonst war Stufenaufstieg. Ja, das könnte man versuchen auch abzuschließen jetzt im Laufe der Folge, ne, dass wir uns da ein bisschen... Vielleicht einfach mal nicht aimen, sondern einfach mal draufhalten auf kurze Distanz. Ja, und hier halt 50 Abschüsse, also noch 20. Das, denke ich, kriegen wir auch auf jeden Fall hin. Können wir mal Vorschau. Ich will so ein bisschen hier raus. Mein Gott, was ist das denn für ein... Hallo. So, naja, da geht wieder nichts. Ey, boah, ich krieg da mal richtig... Danke, jetzt sehen wir endlich wieder die Waffe. Ich finde es auch schrecklich, wenn die irgendwo verschwindet. Ja, sieht zwar nicht so schön aus, aber gut, nehmen wir. Habe ich so erstmal kein Problem mit. Ja, haben wir hier noch irgendein Setup, was wir hier aufbauen können? Griff zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall nehmen wir das, ne? Zielgeschwindigkeit wird erhöht. Warte. Achso, nee, stimmt, das haben wir nicht gemacht, weil sonst unsere Tuning-Eigenschaften hier oben entfernt werden. Ist ja Pro-Tuning aktiviert und wenn wir das wegnehmen, werden die anderen ein bisschen schlechter, die Sachen. Das lassen wir lieber, bis wir hier hinten auch selber tunen können auf der Stufe 20 hier hinten, ne? Da ist es, Waffentuning. So lange warten wir und so lange behalten wir das. Ja, starten wir mal rein. Ja, das Level wird immer noch geladen. Ah, da sind wir. 7 Sekunden noch. Ja, herzlich willkommen hier. Gehen wir mal rein. Wow, wir leben noch. Oh mein Gott, da haben wir ja direkt richtig auf die Schnauze bekommen. Aber euch spawnen und bin tot, danke dafür. Ach shit, von der anderen Seite. Das habe ich so nicht kommen sehen. Ausgeschaltet.
Ah, shit, voll reingerannt. Mhm. Einer. Einen haben wir wieder. Da kommt eine Blackgranate. Shit, zu viel daneben gehalten. Verdammt. Warum haben die jetzt alle nach bis M16 irgendwie? Egal, zwei Marken eingesammelt. Einen haben wir. Wechsel das Magazin! Einer bestätigt. Shit. Schnell, 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 bevor der kommt. Da ist er schon. Ah, schade, da kam er nicht mehr weg. Sterben. Wieder einer. Ah, shit, ich hätte mich ducken sollen hinter der Kiste. Hätte er mich vielleicht nicht ganz so schnell bekommen. Egal, zwei Marken eingesammelt. So, Abschüsse bestätigt, 13 Stück schon. Ah, verdammt. Marke gesichert, Abschuss bestätigt. Was ein Wichser, legt sich da einfach auf den Boden, ne? Das sind schon echt ekelhafte Menschen. Ah, zu viele. Einfach Pech gehabt. Hammer. Hab einen. Werfe ab, Granate. Aktiviere Mine. Pass auf, und hinschießen. Ah, shit. Granate. Abschuss. Ein Magazin rein. Feindliche Drohne. Oh, scheiße.
Schade, die Mark habe ich nicht mehr bekommen. Egal, haben wir rausgenommen. Haben wir. Shit, Alter, sitzt der echt so ekelhaft hinter der Wand. Ah, shit, übersehen. Schade, aber der muss schon ordentlich einen abbekommen haben. Der muss schon ordentlich einen auf die Nase bekommen haben. Schade, ich wollte den hauen, aber ich war zu langsam. Ich war einfach zu langsam im Laufen. Dass der nicht tot war, verrückt. Nice, der ist mal umgekippt, oder? Ja. Geil. Ja, wir haben relativ viele Abschüsse, ist okay. Bestätigt haben wir auch sogar relativ viele. Ist, denke ich, voll in Ordnung. Ah, wir haben das Messer endlich freigeschaltet. Geil. Hier sind wir auch ein bisschen weitergekommen. Und da sind wir ordentlich weitergekommen. Sehr schön. Alter, Junge. Junge, nee. Richtig dick weitergekommen. Sehr schön. Sehr schön. Und da reichen 10 Abschüsse, ne? Da haben wir einmal die Tarnung. Und genau. Das wäre das dann nämlich gewesen, meine ich. Hier, hier, hier. Ne, da ist sie. Haben wir geschafft. Sehr schön. Brauchen wir also nicht weiter verfolgen an der Stelle. Können wir uns einfach ganz entspannt mit der anderen Waffe vergnügen. Achso, Moment. Kopfschüsse mit dem Erst war noch hier der Plan. Nehmen wir das Setup. Da haben wir ja die Optik einmal. Die ist relativ... Ja, die stört nicht wirklich bei der Sicht, ne? Platziere Mine. Schurzen! Ersatz! Zielgebiet lokalisiert. Die Stellung sichern. Gegner beschossen! Ah, shit. Bisschen zu weit rechts gehalten. Beim zweiten Schuss. Na. Hab was abgekriegt! Da doch was gehört. War ich blöd. Dafür wurde ich ausgebildet. Wettbewerb nicht. Betäubungsgranate geworfen. Verbündete Drohne im Einsatz. Ich schwören können, da wäre jemand gewesen, aber gut. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Feindliche Truppen bei der Stellung. Zielort aktualisiert. Ich lade nach. Oh, da war ein Sniper. Bin gleich hinter dir. Feindlicher Kämpfer.
Gegner! Ha! So, damit haben wir einen Kopfschuss, den ersten. Ne, 2 von 3 haben wir sogar schon. Okay. Also einen noch. Dann können wir auch die Waffe wegpacken. Bin ich auch mit dieser Waffe hier extrem glücklich. Ah, shit, der war schon vorher tot. Die Drohne umkreist das Gebiet. Das hättest du besser. Nice, erledigt. Ah, scheiße, scheiße. Tja, selber schuld, ne? Ist im Nahkampf nicht mit dem Sturmgewehr geschafft, gegen Schaft zu gewinnen. Ja, wusste ich's. Na, schade, ich dachte, er bleibt stehen und dreht sich direkt um. Aber nein, er hat's richtig gemacht, er ist weiter weggerannt. So konnte ich ihn dann nämlich nicht auf Close Distance erwischen mit dem Schaft. Ich lege hier Munition ab. Irgendwie so ein Gefühl, dass da gleich einer kommt. Aber nein. Schau mal nicht. Neuer Spot wieder, mittig. Die Waffe ist geil, da muss man ganz ehrlich sagen. Also gegen die kannst du wirklich nichts sagen. Ich sehe noch nichts. Ja, wenn ich nichts sehe und der sieht alles, das ist einfach... Da hast du gar keine Chance. Ist so. Widerlich, wie er einfach von der Seite gerade kam. Vordere Luftnahunterstützung an! Ziel markiert! Longbow 3-1 ist in Position und einsatzbereit. Ah, shit, links. Aber den ganzen hinten habe ich nicht gesehen. Bin ich ehrlich, da habe ich es verhauen. Feindliche Drohne aktiv. Habe sich erwischt! Verbündete Aerosolbomben unterwegs. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Körper einsatzbereit. Nice. Feindliche Drohne über uns. Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Oh, Opfer. Ja, was will ich mit uns mal da hinten sitzen? Scharfschütze. Ganz ehrlich. Shit, der ist einer's close. Ja, den habe ich nicht gesehen. Das ist. Hätte ich gewusst, dass da einer so close ist, dann hätte ich das natürlich auch anders gemacht. Ja, war so klar eigentlich.
Neuer Spot, wir nehmen ein und die direkt natürlich drauf. Wir haben die Mission zur Hälfte geschafft. Bleibt wachsam. Da gibt es gleich richtig Futter, die rennen nämlich bestimmt rein. Nee, scheint nicht so. Ah, shit, von oben. Shit. Ah, shit. Ich habe ihm einfach eindeutig zu viel Zeit gelassen, um sich richtig einziehen zu können. Die Stellung feindliche Drohne aktiv. Stellung kompromittiert. Bereich sicher. Ah, drei Seiten, mies. Mies, Junge. Verdammt, na, hätte ich den nicht verfehlt, dann wäre das besser gewesen. Deutlich besser für uns jetzt. Betäubungsgranate geworfen! Weg mit Termit! Ah, einen haben wir. Oder? Sah zumindest so aus. Shit, der ist nicht gestorben für den blöden Termit. Fuck. Wie das bitte? Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne über uns. Wo? Scheiße, leer. Ja. Dann, dann. Ja, okay, da stimmt. Der war ja in der Mitte. Ja. Nicht drüber nachgedacht. Einfach nicht drüber nachgedacht. Ärgerlich. Achso, da hinten ist die neue Stellung. Okay. Zielgebiet aktualisiert. Zur Stellung begeben. Da kommt eine Blendgranate. Shit, da habe ich einen gesehen. Ja, Granate, die lag neben mir. Kein Wunder. Ah, shit, die waren so close, zwei Stück. Fuck, ich dachte, die wären hinten in dem Kanal. Junge, wie der da oben rüber jumpt. Was war das denn für einer? Dude, das ist nicht normal. Bin direkt Blendgranate geworfen. Wechsle das Magazin. Ah, shit. Ja, gut. Klar, man sieht mich natürlich. Gar keine Frage. Oh, shit. Den hat's noch zerfetzt, hör mal. Den haben sie noch. Ziele in der Nähe. Haben wir den? War das noch der Kill? Mission erfüllt. Im geblendeten Zustand? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wäre halt lustig. Ich sehe gar nichts und kill den und damit siegen wir. Nein, das war's nicht. Oh, shit, Digga. Na, 29 zu 18, ich denke, das ist okay.
Ach ja, nee, die Punkte kriegen wir erst danach. Jetzt haben wir nicht gesehen, wie wir mit den Waffen aufgestiegen sind. Schauen wir nochmal eben rein. Fände ich immer ganz interessant hier. 5 und 22. Nee, stimmt nicht. Die haben wir gar nicht benutzt. Die haben wir davor benutzt. Die hier. 11 und 3. Können wir denn bei der 3 noch hier irgendwas machen? Ja, wir könnten auch mit der Visierung arbeiten. Aber dann hat die natürlich weniger Zielgeschwindigkeit. Deswegen lassen wir das. Ja, der Rest ist natürlich alles gesperrt. Auch Laser und, ne? Stufe 6 brauchen wir erst. Okay. Ja, haben wir hier noch was gemacht? Ja, klar, wir haben hier natürlich mehr Kills gesammelt, ne? Aber sonst war da nichts. Ja, das sieht gar nicht mal so unfassbar schlecht aus. Das sieht auch ganz okay aus. Oh, Junge, haben wir einen Schneeleoparden oder was? Ah, heißt sogar Schneeleopard. Verrückt. Ja, gut. Schauen wir nochmal hier rein. Hier hatten wir doch noch das ein oder andere mehr. Ja, Unterlauf und der Wangenerhöhung geht nicht, weil wir hier eingekürzt haben, den Lauf und den Schaft. Aber Mündung könnte man zum Beispiel nochmal machen. Aber es ist auch alles minus Zielgeschwindigkeit, ne? Und so, das Setup ist natürlich ganz klar für Zielgeschwindigkeit. Nachladepräzision brauchen wir nicht. Wir brauchen hier die Feuerrate. Deswegen den hier, den würde ich auch gerne haben. Aber 22 brauchen wir dafür. Ja, Handschutz wäre auch noch ganz cool. 13. Wir haben 11. Dauert noch ein bisschen. Aber dann haben wir auch das. Können wir mal bei der Pistole reinschauen. Da wurde ja doch das eine oder andere freigeschaltet. Ich glaube, jede Veränderung hier wirkt sich wiederum schlecht auf die Pro-Tuning aus, also dass die deaktiviert wird, ne? Könnt ihr ausprobieren? Ja, genau. Das meine ich. Laser können wir aber hinzufügen. Sehr schön. Ohne, dass wir das Pro-Tuning deaktivieren, finde ich sehr, sehr nice. Ja, Laser, klar. Ne? Was gibt er uns? Zielgeschwindigkeit, Zielstabilität, Nachsprint, Schusstempo. Das heißt, wir können schneller die Waffe nach dem Sprinten hochnehmen oder beziehungsweise schneller den Trigger drücken. Laser, ja, wenn wir zielen, ist der natürlich sichtbar. Aber gut, wie oft ziehen wir mit dem Ding? Ne? Entweder ziehen wir ganz schnell rein, schießen, keine Ahnung, 21, 22, 23, alles ist tot. Oder wir sind schon lange tot. Ne? Deswegen brauchen wir nicht. Und dann nehmen wir direkt wieder aus dem Zoom raus. Ne? Wir laufen ja nicht die ganze Zielung, ne? Also wir zielen nicht die ganze Zeit während des Laufens, dementsprechend ist es eigentlich egal. Was wir mal machen können, ist das Wurfmesser endlich ausrüsten. Und was brauchen wir noch? Betäubungsgranate, ich denke, Blendgranate wäre cool. Die ist, denke ich, nochmal eine Nummer besser. Wenn du mich nichts sehen kannst, ob du erschütterst bist und langsam dich bewegen kannst oder ob du halt nichts mehr siehst, nichts mehr sehen, ist, denke ich, schlimmer. Genau, sonst würde ich es einfach so lassen. Und, genau, wir haben hier schon 2 von 3 Aufträgen erledigt. Ja, Nachschub extra haben wir ja nicht. Das wäre ja doch hier extra Paket, ne? Genau. Und damit kennen wir eigentlich keinen. Oder unter Wirkung dessen, glaube ich, war das, dass wir damit dann jemanden töten. Genau, aber ist auch eigentlich egal. Wir haben die Waffen jetzt geändert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier im Mehrspieler wieder.